Menge Rollerschrauber. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Was sehen wir hier? Dreck, Dreck, Dreck und noch mehr Dreck. Und wie wir den Dreck von unserem Roller wegkriegen, das zeigen wir euch jetzt. Dazu nutzen wir folgende Utensilien, die wir jetzt einblenden. Die könnt ihr unter anderem bei Racing Planet erwerben. In diesem Video werden wir zwischen umweltschädlich und umweltfreundlich sowie zwischen nicht biologisch abbaubar und biologisch abbaubar unterscheiden, da wir es mit verschiedenen Drecksorten und verschiedenen Putzmitteln zu tun haben. Und so werden wir auch arbeiten. Seht selbst. Wir können jetzt natürlich mit unserem Motowash einfach dahergehen, die Stellen einfach mal etwas einsprühen und auch mal etwas einwirken lassen. Und dann können wir das später mit einem Putztuch, wie von unserer großen Rolle, einfach abwischen. Und das geht, wie ihr sehen könnt, jetzt besonders hier bei der Vogelkacke, wirklich super ab. Natürlich muss man auch nicht unbedingt immer mit dem Lappen arbeiten. Deswegen sprühen wir hier zum Teil auch nochmal ein. Und dann, da wir hier bei unserer Garage leider keinen Wasseranschluss haben, haben wir uns einen Pumpsprüher organisiert. Kriegt man in jedem Baumarkt. Das Teil fasst jetzt circa 8 Liter und eignet sich auch, um den Roller abzuspritzen. Natürlich kann man dann da sogar eine Lauge fertig machen und damit dann direkt absprühen mit ein bisschen Druck. Aber das geht auch anders, wenn wir den Roller eingesprüht haben. Seht selbst. Am Kotflügel, wie ihr seht, da ist es hier besonders eklig mit dem Dreck, da schon. Da müssen wir manchmal auch ein bisschen Vorarbeit leisten, also ein bisschen mehr. Tun wir das auch erstmal ein bisschen rein. Und dann können wir auch nochmal zur Hilfe eine Bürste nehmen. Gehen da nochmal ein bisschen mit rüber. Bei fest sitzenden Dreck. Wenn das schnell gehen soll, muss man leider dann so ein bisschen lösen. Man kann es natürlich auch einwirken lassen. So ist es jetzt natürlich auch nicht. Und dann können wir das auch wieder schön absprühen. So funktioniert das an der gesamten Verkleidung. Seht selbst. Bei Reinigungen von kleineren Teilen, wo man jetzt nicht so gut rankommt. Sehr gutes Beispiel ist da unser Video, wie man den Vergaser reinigt. Da haben wir schon mal erwähnt bei den Düsen, dass man da mit Druckluft auch noch arbeiten kann, damit man die wieder freikriegt.
Dafür kann man wunderbar Druckluftspray nehmen. Aber auch so bei gewissen Schrauben, wenn die voller Dreck sind und man da mit einer Bürste nicht so rankommt, dann kann man das versuchen, mit Druckluftspray wieder frei zu machen. Für unsere Felgen nehmen wir unser Wheel Clean. Achtung, dieses Mittel ist leider nicht biologisch abbaubar, deswegen müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Aber wir nehmen uns den einfachen Lappen, sprühen das hier mal ein bisschen rauf. Und dann können wir auch so die Felgen damit wunderbar sauber machen. Wir haben jetzt zur Sicherheit auch nochmal hier ein Tuch unter das Rad gelegt, damit wir bei Bedarf auch nochmal direkt auf die Felge sprühen können, damit nichts an die Seite geht, damit nichts runter geht auf den Boden. Das ist so schon mal relativ gut. Ihr könnt auch hier natürlich wieder mit einer Bürste arbeiten und mit ein bisschen Muskelkraft oder mit einer Bürste wird es auf jeden Fall deutlich sauberer. Wir spülen das jetzt aber auch nochmal ab. Wir wischen das nochmal richtig ab. Und dafür, dass wir das jetzt hier nur mit dem Lappen machen, sieht das schon relativ gut aus. Aber bei solchen Mega-Verschmutzungen seid ihr mit einer Bürste für die Vorarbeit sehr gut gerüstet. So, dann braucht das nur noch mal abgewischt werden. Laut Anleitung kann man jetzt auf jeden Fall einmal das Abspülen noch mal so ein bisschen rauf mit Wasser und einmal nachwischen. Bei diesen dreckigen Felgen müssen wir auch leider dann nochmal nacharbeiten. Aber im Großen und Ganzen ist das Mittel gar nicht verkehrt. Ihr könnt es natürlich auch vorher einwirken lassen. Dann kann es auch nochmal enorm viel Dreck runterholen, ohne viel Aufwand. Ein Knackpunkt ist natürlich der Auspuff bzw. die Auspuffanlage, wo wir jetzt aufpassen müssen. Gerade weil wir am Auspuff selber je nach Öffnung, je nach Stelle Dreck haben, der entweder biologisch abbaubar ist oder nicht. Jetzt hier außen ist das kein Thema. Achtet aber, bevor ihr überhaupt reinigt am Auspuff, dass der abgekühlt ist. Ansonsten brennt sich das hier auch fest und das ist bei weitem nicht so gut. Und da kann man hier wunderbar mit arbeiten. Wenn ihr natürlich eine richtige Extremreinigung machen wollt, außen, müsst ihr natürlich die möglichen Kleinteile, die ihr dann eventuell habt, auch noch abbauen. Dann kommt ihr besser an den Schmutz ran und dann seid ihr da schon mal auf der sicheren Seite. Bei unserem Auspuff-Endtopf, aber allgemein in der Anlage, wird es jetzt wirklich knifflig, und zwar die Innenseiten. Aber auch hier das kleine Auslassloch von unserem Endtopf. Hier ist zwingend zu beachten, dass wir hier keinen Dreck haben, der biologisch abbaubar ist. Deswegen nehmen wir zwingend einen Lappen und können das bei unserer Außenreinigung so versuchen. Ansonsten müsst ihr den Auspuff einmal komplett abbauen. Dann könnt ihr den mit einer Lauge zum Beispiel reinigen in einem Wassereimer. Aber man kann eigentlich schon von außen ganz gut ein bisschen was wegmachen. Und wie ihr seht, mit ein bisschen Spucke, auf gut Deutsch gesagt, und einem Lappen haben wir da schon mal hier vorne gut was rausgekriegt. Das ist jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei, aber man kann hier vorne auch noch mit einer alten Zahnbürste reingehen und das dann versuchen, da rauszuholen und ein wenig sauberer hinzukriegen.
Vergesst auf jeden Fall nicht, dieser Schmodder ist definitiv nicht biologisch abbaubar. Wenn ihr euch für Putzmittel entscheidet, achtet darauf, dass die materialneutral sind. Wir wollen schließlich damit keinen Lack runterholen oder das Material, sprich die Verkleidung, brüchig machen, was leider bei diversen Putzmitteln passieren kann, wenn man die falschen nimmt. Achtet darauf, dass ihr keine Seifenreste, keine Ölreste, keine Fettreste auf den Reifen, auf dem Profil, aber auch nicht auf den Bremsbelägen oder den Bremsscheiben habt. Weil Bremsen können mit Seifenresten nicht mehr vernünftig greifen und die Reifen selber haben auch nicht mehr genügend Grip auf der Straße und da ist das Wetter dann auch egal, selbst wenn wir so ein schönes Wetter haben wie jetzt hier. Und wenn ihr fertig seid mit dem Rollerschrubben, lasst ihn ruhig ein bisschen durchtrocknen. Im schlimmsten Fall habt ihr dann vielleicht kleine Beeinträchtigung beim Starten, aber das gibt sich eigentlich auch relativ schnell, wenn er mal vernünftig abgetrocknet ist. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und die Tipps euch weiterhelfen. Kommt gerne in unsere Rollergruppe, stellt da eure Fragen, liked unseren Kanal. Wir sehen uns, wir lesen uns und wir hören uns. Bis dann, ciao!